35 Erfahrung. Dieser Kopf daneben. Könnte man eigentlich aus dem Stream ja dann am Ende einen Rage-Cut machen oder so. Dann wird der Stream wahrscheinlich nur 10 Minuten kürzer als im Original. Und das ist dann das Intro, was 10 Minuten lief. Ne, der Pre-Stream-Screen. Schöner Zungenbrecher. So, weiter zu Lilka. Was haben wir hier? Eine knospende Mana-Pflanze. Es wird wohl magisch bei Lurka. Oder Lurka? Gott, sie heißt Lurka. Also. Dass mir das auch vorher nicht aufgefallen ist. Also, wie unkreativ auch einfach. Gibt's. Ich glaube, Lurka gibt's am Ende hier gar nicht. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber trotzdem, dann muss man keinen Charakter Lurka nennen. Y. Damit es auch nicht zu auffällig ist. Bloß nicht. Nimm mit hier alles. Die Axt ist nicht für uns. Gehe ich hier nochmal drüber oder? Ja, ich habe Schleichen nicht gelernt. Entschuldigung. Gothic 1 musste man es, glaube ich, gar nicht lernen. Braurezept, Ampulle, Ampulle, Stuhl. Nein, nicht in den Stuhl. Oder soll ich jetzt die 60 Minuten sitzen bleiben? Ein andermal. Eigentlich eine super Idee für sowas wie Just Chatting oder so, dass man sich einfach hier in so einen Stuhl hockt. Die erinnert mich an irgendwen. Boah. Falls jemand von euch in The Last Kingdom geguckt hat, die Mutter oder die Frau vom König aus den ersten Staffeln. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber die macht in der Silhouette von der Seite so, aus der Perspektive, den gleichen Eindruck. Und das ist offensichtlich Lurka. Sprechen wir mal mit ihr. Na? Angst vor Lurka? Der Hexe aus dem Dunkelwald? Hä? Ich hab keine Angst. Mag sein. Mag nicht sein. Meine Nase sagt mir... Mag sein. Diego schickt mich. Ja, ich weiß. Ich habe Kräuter für dich. Gib sie mir. Hä? Hier hast du die Kräuter. Ich gehe dann wieder. Gehen? Nein, du bist nicht nur wegen der Kräuter hier. Hä? Diego hat aber nichts anderes gesagt. Hat er nicht? Hä? Er hat aber versprochen, dass er dich schicken würde. Ja, das hat er. Warum sollte er? Weil ich ihn drum gebeten habe. Hä? Du? Warum? Weil ich etwas gespürt habe. Gleich nachdem sie dich gefunden haben. Hä? Etwas, das geweckt werden muss. Gleich nachdem sie mich gefunden haben? Ich gehe eigentlich davon aus, dass ich hier schon länger bin als 2 Wochen. Die Vase ist hoffentlich nicht 20 Jahre darauf, dass Diego uns hierher schickt. Weil ich glaube, Diego hatte anderes zu tun als reichster Mann der Welt. Ich werde das noch sehr viel öfter betonen, glaube ich. So, was muss geweckt werden in mir? Gespürt? Etwas, das geweckt werden muss? Ich verstehe kein Wort. Da schlummert was in deiner Brust. Eine Kraft. Eine magische Kraft. Nicht, dass ich wüsste. Doch, doch. Ich kann sie spüren. Sie muss nur geweckt werden. Wie? Mach einfach die
Augen zu, hä? Klar. Psycho-Oma aus dem Wald, die blind ist und mich sieht und irgendwas spürt. Natürlich vertraue ich dir. Gut, ich vertraue dir. Siehst du, ich mach die Augen zu. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut, hä? Ich vertraue dir so sehr wie in einem leeren Zugwaggon. Ja, was ist? Zeige. Ich sehe auch nichts, falls euch... Ah, da ist sie. Wie lange habe ich geschlafen? Oh, ein paar Tage. Ein paar Tage? Magie wecken dauert eben, hä? Kann ich jetzt zaubern? Vielleicht. Vielleicht auch nur magische Schriftrollen verwenden, hä? Wo sind wir hier? In einer Höhle, unter dem Dunkelwald. Ich kenne diese Höhle. Aus deinen Träumen, hä? Ja, genau. Was machen wir hier? Willst mir einen Gefallen tun, hä? Einen Gefallen? In der Höhle sind Wühlböcke. Viele Wühlböcke, hä? Mit Stahl allein sind die nicht zu töten. Ein Wühlbock kann sich in seine Schale zurückziehen wie eine Schildkröte. Aber das kannst du mit Blitzen vereiteln, hä? Mit Blitzen? Hier. Nimm die magischen Schriftrollen, hä? Töte die Wühlböcke, denn sie machen meine Bäume krank. Und vergiss die Königin nicht, hä? Gut, mach ich. Wenn du keine Schriftrollen mehr hast, kommst du zu mir. Ich gebe dir neue. Aber nicht verschwenden, hä? Ich verschwende nicht, hä? Du hast Zauberspruchrollen erhalten. Drücke Options, öffne dein Inventar und drücke die Richtungstasten in eine Richtung, um sie auf diesen Schnellwahlplatz zu legen. Ja, jeden Morgen um 5, wenn der Wecker klingelt, werde ich auch zum Wühlbock. Ich wollte da zuerst in eine sehr unreifere Richtung, aber habe mich anders entschieden. So, nach Lirkas Erklärung müsste jeder Typ, der irgendwie magisch begabt ist, also auch der ursprüngliche Held, regelmäßig von dieser Höhle träumen. Und wenn ich sehr lange geschlafen habe, will ich auch gar nicht wissen, was die Oma mit uns gemacht hat. Fernkampf, Ausrüstung, gibt es hier eine Magie? Nee. Schriftrollen ist hier so extra. Ah, hier ist dann das nächste, okay. Ich glaube, Rune vier Wände. Vier Wände. Das ist von Tine Wittler. Die Rune. Die Rune der vier Wände. Gut. Leg ich mal hier in diesen anderen Slot da. Das ist eine kreative Idee. Das gefällt mir. Kannst du ja eins drücken und dann dreht sich das Rad hier weiter. Das finde ich gar nicht so schlecht. So, du Wühlbock. Magie bleibt dann auf R1. Ich suche ein Zivilbock. Alchemistische Zutat zu einer feinen Paste zerrieben. Macht er gleich bei der Name. Lässt sich aus dem Chitin ein Wirkstoff gewinnen, der das Konzentrationsvermögen erhöht. Bewusstseinserweiternde Drogen aus Wühlbock-Sekret. Was Kalom damit gemacht hätte. Was ist denn das? Sie hätten, also 5 Erfahrungspunkte, sie hätten quasi Fleischschwanzen, haben aber lieber dünne, springende Krabbelfiecher draus gemacht. Ja, ich habe gesagt, ich will nicht so viel abranten über jede Kleinigkeit. Ich werde es vermutlich nicht schaffen, tut mir leid. Ich bin da so. Vergebt mir. Und wenn nicht, ist mir auch egal.
Ich weiß nicht mal, wie die heißen, weil ich schneller sterben, als ich das. Ich. Erdkrabbler. Fleischschwanze, viel zu exotisch. Wühlbock. Gut, der Held hat hier vorhin noch nichts gefunden. Ich gehe davon aus, das wäre den Entwicklern zu kompliziert gewesen, hier in der, ich sage mal jetzt, Realitätsversion dieser Höhle Loot zu platzieren. Huh? Vielleicht haben sie das teilweise gemacht. Also am Ende des Dungeons. Als schlechte Belohnung. Wühlbock. Der Wühlbock im Gothic-Schwierigkeitsgrad. Da hinten habe ich schon den nächsten gesehen. Oh nein, der Erdkrabbler. Mit der Mucke, dieses Scheißvieh. Ja, ist tatsächlich eine Kiste. Hanfbandagen, Pfeile, Mana, Missing Ring. Mir fällt gerade auf, ich benutze auch die ganze Zeit Magie oder verbrauchen die Spruchrollen einfach keine? Das ist ja weird. Die steht da aber nicht schon immer. Also. Wenn ich da einen Gegner mit einem Zauber, ach, dann habe ich gerade so einen Erdkrabbler getroffen. Ist okay für mich. Das ist fein. Mehr Wühlbock-Chitin. Shit in, hä? Okay, ich nehme an, einmal steht da nicht für nichts. Dann nehmen wir doch mal die Rune der vier Wände. Oder komme ich hier sogar her? Ja, die läuft uns nach, die Blöde. Hast du noch magische Schriftrollen? Ein paar magische Schriftrollen? Zielst schlecht, hä? Aber was soll's? Nimm ruhig, hä? Hast du noch ein paar magische Schriftrollen? Hast selbst noch genug, hä? Ich bin Hirte und kein Mathematiker. Ich muss nicht zählen. Jetzt werde ich aber hier... schon 100! Das sind schon 100? Was haben die, also... Ich weiß nicht, wer da die Trophäen macht. Vielleicht hat PSN da auch nur irgendwie eine Demo geguckt oder so und wusste nicht... Das ist ja eine sehr schlechte Trophäe, wenn man die jetzt schon kriegt. Ich bin noch nicht mal aus dem Prolog raus. Das kannst du ja keinem erzählen. Ich meine, wenn jemand das Spiel nicht kennt, der weiß ja, ich wusste ja selbst nichts mehr von den Erdkrabblern, so wenig sind die mir im Gedächtnis geblieben. Und dann werden die einfach gewertet als Gegner von dieser Herausforderung. Ich meine, die hätte man ja auch einfach aus dem Counter rausnehmen können, wenn es einen interessiert hätte.
Und wie dreist eigentlich auch einfach die Trophäen. Also es fällt mir halt in extremen oder in schlechten Fällen halt erst auf. Ich meine, das Trophäen mit sammeln alles ein und so hast du ja überall, aber irgendwie nicht in so schlechter Fetch-Quest-Manier. Jetzt nimm doch ihn mal aus hier. Danke. So, hier unten gab es doch noch eine Tür irgendwie in diesen Raum. Hält aber auch nicht sonderlich viel für mich bereit. Das ist die Wüberkönigin. Mit der ist nicht zu spaßen. Groß heißt mächtig. Oh, da ist sie aber gekonnt ausgewichen. Ich darf sie nicht unterschätzen. Jetzt bestimmt richtig drauf. Sie kommt immer näher. Wir müssen doch eigentlich schon nah genug an Lyrka dran sein, dass sie uns auch einfach mal hilft. Das ist nicht deren Ernst, aber ich erinnere mich, stimmt, die hauen einfach ab, wenn du weit genug von denen wegrennst. Und ich glaube, die heilen sich auch, wenn ich Pech habe. Dann kann ich gerade auf die einschießen, wie ich will. Und das macht eigentlich gar keinen Schaden mehr. Ich will wahrscheinlich auch wissen, wie abusable ihr Kampfsystem ist. Jetzt hängt die blöde Sau da rum. Kriegt er wieder dahin, bis ich ihr Schaden machen darf. Ja, oder auch nicht. Was? Komm mit mir, mein Freund. Ich bring dich nach Argan. Hätte was sein können. Die Cutscenes sind weg, oh mein Gott. Es gibt einfach keine Cutscenes. Was willst du jetzt tun? Mich rächen an Robert dem Dritten und seinen verfluchten Paladin. Du bist ein Grünschnabel. Sie werden dich töten. Soll Ivys Tod ungesühnt bleiben? Und der meiner Mutter und meiner Freunde? Nein, aber... Was, wenn es einen Weg gäbe, dich zu rächen, ohne gleich ins Verderben zu rennen? Lass hören. Irgendwo hier im Gebirge soll es einen uralten Tempel geben, in dem ein gottgeweihter Amboss steht. Robas Paladine suchen den Tempel. Sie wollen den Amboss nutzen, um Waffen zu schmieden, für ihren Feldzug gegen Argan. Verstehe. Ich soll ihre Pläne durchkreuzen. Genau. Und selbst etwas schmieden, das dir bei deiner Rache hilft. Wo soll ich mit meiner Suche nach dem Tempel beginnen? Auf dem Hügel dort hinten steht die Taverne zur gespaltenen Jungfrau. Dort findest du einen Magier namens Daranis. Er kennt viele alte Geschichten. Rede mit ihm. Vielleicht hat er von dem Tempel gehört. Das ist ja mega Shit. Da fehlt einmal die ganze Exposition, wenn jemand das Spiel neu spielt. Also ich meine,
Es juckt ja sowieso keinen, aber du verstehst ja jetzt gar nicht, wieso ich mich rächen soll. Also dann bräuchte mal. Ich hau jetzt. Nach 2 Stunden hau ich jetzt nochmal eine Exposition zu dem Game raus, ja? Also, das Ganze spielt im Königreich Myrtana. Das ist das Festland. Der König, Ober der Dritte, den wir am Anfang in dieser Traumsequenz gespielt haben, hat quasi den ganzen Kontinent eingenommen. Nachdem er damit fertig war, ist er hier Richtung Argan, wo wir jetzt sind. Wir sind nicht mehr auf Fischir, wir haben die Insel gewechselt. Also nicht wirklich in dieser Cutscene, aber wir haben jetzt die Insel gewechselt. So, auf jeden Fall haben wir dann auf Fischir angefangen zu spielen. Und nachdem wir eigentlich jetzt fertig waren mit Almas Würbock-Quest, bist du da aus einem Berg rausgekommen, hattest Überblick über das Dorf und hast am Horizont eine Flotte gesehen, die quasi dein Dorf angegriffen hat und auch deine Verlobte abgeknallt hat, was eigentlich, also obwohl das jetzt keine herzerwärmende oder ergreifende Beziehung war, die die geführt haben, doch schon eine ergreifende Szene war, wenn da die schwangere Frau abgeballert wird. So, deswegen hat der Held auch gerade gesagt, er will sich an Rober und seinen verfluchten Paladin rächen. Und ich bin jetzt fast... Ich will jetzt eigentlich fast den Stream unterbrechen, um mal nachzuschauen, woran das liegt eigentlich. Kann das hier gerade? Ja, das mache ich mal kurz. Arcania. Konsole, keine Cutscene. Zwischensequenzen fehlen. Das gibt es anscheinend oft. Ja, stimmt. Also es scheint auch sich um The Complete Tale zu handeln. Das spiele ich ja auch gerade. Scheint eventuell an der Online-Version zu liegen. Okay, nee, die Disk-Version hat wohl ähnliche Probleme. Also ich hoffe, wie... hier wieder ein Gothic 1 bis 3 Fan natürlich enttäuscht geäußert. Also das gibt es öfter. Da kann ich jetzt auch wieder OBS in den Vordergrund schieben. Gut, ich hoffe, ich denke daran, dass wenn ich jetzt einen Notizblock zur Hand hätte, würde ich es mir aufschreiben. Aber zum Aufstehen bin ich dann doch zu faul. Ich hoffe, ich werde dann in den WOTS daran denken, die reinzuschneiden. Das wäre schade. Dann muss ich daran denken, das auch reinzuschreiben, dass ich das nachträglich reinschneide. So, quatschen wir noch mit Diego. Und? Hast du mit Daranis gesprochen? Noch nicht. Worauf wartest du? Auf den Winter? Woher kennst du die Pläne der Paladine? Als ich noch an Robas Hof war, hatte ich immer ein wachsames Auge auf Lord Hagen und seine Männer. Und so manche Magd der Paladine hat mir ihr Ohr geliehen. Wer ist Lord Hagen? Der Heerführer der Paladine. Und ein Mitglied von Robas Hohem Rat. Und da ich jetzt schon Exposition geliefert habe, war ich bin ja eigentlich davon aus, dass sowieso, dass sich das jetzt hier reinzieht, Bescheid weiß, aber... Ich glaube, jeder hat, bevor dieses Game rausgekommen ist, Lord Hagen für tot gehalten. Dazu ist kein Zeitraum bekannt, in dem Diego an Robas Hof war. Er war der reichste Mann der Welt und ist nach Varant abgehauen, wo man dann nach Gothic 3 gar nicht mehr war. Dann war der zu Götterdrum schon wieder 2 Jahre dazwischen und da hast du den auch nicht gesehen. Wunder, dass sie sich überhaupt noch kennen. Da will ich jetzt fast husten. Dafür habe ich mich aber kurz gemutet. So. Wirst du mich auf meiner Suche nach dem Tempel begleiten? Nein, du musst lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich segel weiter nach Stuark. Wenn du auch in Stuark bist, frag den Wirt der Klippenschenke nach mir. Er wird wissen, wo du mich findest. Gut, also wir... Die Paladine suchen den Tempel. Und wir wollen den Tempel jetzt suchen, damit wir den Paladinen Strich durch die Rechnung machen.
wieso das auch immer den Tod unserer Verlobten rächen soll. Apropos, haben wir den Armreif jetzt noch? Ich weiß nicht mal, wo wir die Lederrüstung her haben. Ich glaube, die kriegen wir auch nicht. Stimmt, die hat man einfach anderen. Ach ja, komm, also. Gut, da können die nichts für, das muss ich mal so sagen. Das ist anderen verschuldet. Aber es wird mir schon trotzdem. Ist schon mistig. Ich dachte, es ist vielleicht bei der ersten Cutscene dachte ich einfach, ich habe das vielleicht falsche Erinnerungen und es war nur der Trailer. Ah. Ich habe gerade mich irgendwie auf die Häuser unten konzentriert. Und gar nicht so richtig verstanden, was da gerade auftaucht. Oh ja, die sind, ich bin erschießen. Hier. Hat mich immer so an For Story erinnert. Witzigerweise kennen viele, die ich frage, das Game gar nicht. Also For Story. Erkennen, wenn jetzt auch nicht so viele kennen. Spricht da eigentlich auch nur ein Nischenpublikum an. Und die Entwickler haben sich gedacht, ja, wir programmieren das aber für Leute, die nicht dieser Nische angehören. Und dann hat es keinem mehr gefallen. Ist immer eine super Sache. Ja, da oben sollen wir, glaube ich, hin. Aber da lebt noch eine Blutfliege. Die dübel ich nochmal um. Gehe ich da mal runter. Gucke mal, was es hier zu holen gibt. Eigentlich auch mal eine gute Sache. So Leute, die gerade. Hab ich gerade was gehört? Nö. Moment, Teleport? Was habe ich denn da schon wieder gelesen? Gab es schon immer Teleportsteine? Bin ich ein bisschen lost gerade? Gut, ich so schlafe ich auch. Mit offenen Augen vor allem. Ich dachte halt zuerst, sie ist tot. Ich habe mich schon gehässigerweise über Loot gefreut. Der Fokus klappt wieder super. Stumpfes Messer war es eh nur. Da hat sich der Aufwand der Positionierung ja gelohnt. Hat hier nicht irgendwer gerade geredet? Mir war so. In Risen und Gothic wäre hier alles, also in einem richtigen Gothic wäre hier alles so voll mit Items. Nutzlosen Items, aber immerhin irgendwie. Ich meine, in den anderen Gothic-Teilen hast du selbst beim Apfel irgendwie das Gefühl, dass du belohnt wirst. Nicht so jedoch hier. Rot. Ah, hier ist der Teleporter, verstehe. Du bist nicht von hier. Nein, ich bin von Fischir. Fischir? Ich wäre gern auf Fischir. Dann wäre der Krieg weit fort und ich hätte nicht solche Sorgen. Auf Fischir wärst du jetzt tot. Tot? Warum? Die Paladine von Robert dem Dritten haben die Insel angegriffen. Und jeden Mann und jede Frau getötet. Wie furchtbar. Der verfluchte Krieg. Er bringt nur Sorgen und Leid. Ja. Was hast du für Sorgen? Alle unsere Boote sind weg. Jetzt können unsere Männer nicht mehr aufs Meer hinausfahren, um zu fischen. Und wir haben kaum etwas zu essen. Warum kauft ihr euch keine neuen Boote? Durch den Krieg ist alles teurer geworden. Wir können uns keine neuen Boote leisten. Hier gibt es doch jede Menge Bäume. Fällt ein paar und baut euch neue Boote. Unsere Männer sind Fischer.
keine Bootsbauer. Sie können kein Boot bauen, das den Seegang draußen auf dem Meer übersteht. Ja. Oh Mann, es tut mir fast leid, da hat sich ein Animateur für hingesetzt, ne? Und du brauchst es einfach nicht.